Unsere schöne Erdoberfläche ist eigentlich nur eine relativ dünne Kruste. Darunter ist es heiß und flüssig. Bohrt man in die Tiefe, wird die Erde alle 30 Meter um 1 Grad wärmer. Es lohnt sich also, die Wärme aus der Tiefe zu holen und zu nutzen. Aber die Erde anpieksen, das kann auch böse Überraschungen bringen. In Wiesbaden schoss seit gestern Wasser aus dem Boden und konnte erst heute am späten Nachmittag gestoppt werden. Die Energie aus der Tiefe, sie kann ein dienstbarer Geist sein, aber manchmal eben auch ein unberechenbarer. Herbert Stelz. Einen See voller Betonwasser hat Hessens Finanzminister seit gestern direkt vor seinem Fenster. Dabei wollte Karl-Heinz Weimar ein ökologisches Zeichen setzen. Ein Neubau war geplant. Auf Passivhausstandard, was es so soll ja Modell werden für Hessen und möglicherweise darüber hinaus. Mit Geothermie, also Erdwärme als Heizung hier. Dafür wurde eine Bohrung angebracht, 120 Meter tief. Doch statt der erhofften Wärmequelle schoss kaltes Wasser heraus, mit 7 Bar Druck bis zu 15 Meter hoch. Man hatte eine sogenannte artesische Quelle angebohrt, unter gewaltigem Druck stehendes Grundwasser. Seitdem kämpften Feuerwehr und Spezialfirmen mit den Wassermassen lange Zeit vergeblich. Die Fontänen traten gleich an mehreren Stellen aus, die Fachwelt war völlig überrascht. Man kennt zwar den Untergrund einer Stadt, aber nicht die Spannung des Wassers darin. Ob und in welchem Grade in einer solchen Schicht dann gespanntes Grundwasser vorkommt, lässt sich eben nicht voraussagen. Die beste Methode, sowas herauszufinden, ist im Prinzip anbohren. Das heißt, jetzt wissen Sie es. Jetzt weiß ich es und jetzt wird hier sicher so schnell, so tief nicht mehr gebohrt. Geothermie, das Heizen mit Erdwärme, ist besonders umweltfreundlich. Kaltes Wasser wird in das Erdreich gepumpt, das Richtung Erdmitte immer wärmer wird und kommt aufgeheizt wieder nach oben. Theoretisch könnte der gesamte Strom- und Wärmebedarf Deutschlands dauerhaft mit Erdwärme gedeckt werden. Sie ist eine Boom-Technologie. Etwa 170.000 Anlagen gibt es bereits. Jährlich kommen mehrere 10.000 Bohrungen hinzu. Steigt damit das Risiko für Wasserkatastrophen wie in Wiesbaden? Dass es so heftig hier bis zu 4-5 Meter über den Erdoberfläche hinausschießt aus dem Bohrloch, das ist überaus selten und ja, ist nicht die Regel. Wie oft haben Sie das schon erlebt? Das war mein erstes Mal in dem Ausmaß. Zwar sind die Wassermassen seit heute Mittag mittels Beton gebändigt, doch niemand will ausschließen, dass sie plötzlich woanders wieder hervorbrechen. Während wir in Deutschland verstärkt nach alternativen Energien suchen, müssen sich manche andere Länder um ihre Energieressourcen noch keine großen Gedanken machen. Nigeria zum Beispiel besitzt die 10 größten Erdölreserven der Welt. Aber trotz dieses schwarzen Goldes lebt die Bevölkerung in Armut. Die Milliardengewinne versickern bisher vor allem in den Taschen einer kleinen Oberschicht und korrupter Politiker. Außerdem musste die Produktion um 40% gedrosselt werden, weil Aufständische im ölreichen Niger-Delta die Förderung mit Anschlägen und Entführungen sabotierten. Also machte die nigerianische Regierung den Rebellen ein Angebot. Geld für Frieden. 15.000 Rebellen gaben dann ihre Waffen ab und die Produktion wurde wieder hochgefahren. Aber trotzdem ist Benzin knapp im Ölland Nigeria. Peter Schreiber. 4 bis 5 Stunden täglich im Stau zu stehen, ist in der 17-Millionen-Stadt Lagos nichts Ungewöhnliches. Doch zurzeit stehen die Autos vor den Tankstellen und das im zweitgrößten Ölförderland Afrikas. Aus Angst, der nigerianische Staat könnte Benzinsubventionen streichen und damit den Preis erhöhen, wird Sprit nur noch begrenzt abgegeben. Dabei sollte alles besser werden. Die Ölförderung wurde erstmals seit 3 Jahren wieder hochgefahren. Keine Anschläge mehr auf Ölplattformen, keine Sprengung von Pipelines, keine Entführungen von ausländischen Spezialisten. Im ölreichen Niger-Delta wurde ein Waffenstillstand vereinbart. Jahrelang haben Rebellen für eine stärkere Beteiligung der Region an den Ölgewinnen gekämpft. Anfang Oktober bot ihnen die Regierung Straffreiheit an. Die Anführer lockte man mit Barzahlungen in Millionenhöhe. Über 15.000 Rebellen haben das Angebot in den vergangenen 4 Wochen angenommen und ihre Waffen abgegeben. Damit ist der Kampf ums Öl für Nigerias Präsident zu Ende. Wir erneuern unsere Verpflichtung, sagte er in einer Fernsehansprache. Wir werden mit den Menschen im Niger-Delta einen ehrlichen Dialog führen und wir werden uns um die Entwicklung der Region besonders kümmern. Bislang haben die Menschen im Delta wenig von dem Ölreichtum gehabt. Die Gegend gilt als das Armenhaus Nigerias. Die Flussarme sind verschmutzt, die Fische beinahe ausgestorben.
Viele sind arbeitslos oder halten sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Nun sollen Milliarden an Entwicklungsgeldern in die Region fließen und eine Amnestie die Rebellen befrieden. Die Amnestie wird nicht funktionieren. Das ist nur ein politischer Schachzug. Die entscheidende Frage ist doch, wie werden die Ölgewinne aufgeteilt? Wer bekommt was und wie werden die verfügbaren Mittel ausgegeben? Der Verteilungskampf ist noch nicht entschieden und viele fragen sich, ob sich wirklich etwas ändern wird. Denn bislang fließen die Ölgewinne in die Großstädte Nigerias, in Prachtbauten, Prestigeprojekte und in die Taschen korrupter Politiker.